Und gütiger, das sieht ja schlimm aus. Und das Loch hat eine sonderbare Form. Was das wohl war? Wie kommt er jetzt in Besitz der Diskusscheibe? Das habe ich befürchtet. Die Diskusscheibe passt genau in das Loch. Was geht hier nur vor sich? Hat die Sam die Diskusscheibe an der Laufbahn abgeholt und hat sie dann dem Styles gegeben, hier könntest du eventuell irgendwann mal gebrauchen oder was? Diskusscheibe hat doch die Sam geholt. Die Sam. Redet mit Detective Pacer. Also das war jetzt für mich sehr unlogisch, aber gut. Das ist Detective Inspector Pacer. Mit ihm sollst du auch reden. Inspektor. Dr. Stiles? Ich war überrascht, als Sie neulich wie aus heiterem Himmel angerufen haben. Wie geht es Ihnen? Den Umständen entsprechend. Ach, er hatte sie bekommen beim Experiment. Okay, das habe ich gar nicht mehr auf der Schirm gehabt. Was ist hier vorgefallen? Das ist die große Frage. Anscheinend wurde der Saal von Geschossen oder so etwas in der Art förmlich bombardiert. Laut Zeugenaussagen waren diese Geschosse sehr schnell und haben das Geschirr beim Eintreffen regelrecht auseinandergerissen. Aber niemand kann genau sagen, was es wirklich war. Und in den Trümmern haben wir nichts gefunden. Das ist verdammt merkwürdig. Also da bin ich jetzt echt gespannt, weil so eine Diskusscheibe hier einfach mal durch den Raum einfach nur komplett und die dann alle mitzunehmen wieder, weil das wusste ja nicht mit eben Diskus hingekriegt. Gott sei Dank wurde niemand getötet. Aber mehrere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Bericht schreiben soll. Um wie viel Uhr ist das passiert? Warum fragen Sie? Nur so. Diese Geschosse, waren das vielleicht Gummikugeln oder etwas Ähnliches? Wurde etwas in den Saal geschleudert oder geworfen? Das müssen große, schwere Gegenstände gewesen sein. Sehen Sie sich mal die Löcher in der Wand an. Einer hab ich schon. Der Forensiker meint, es könnten vielleicht ungewöhnlich große Hagelkörner gewesen sein. Allerdings ist nirgends Wasser. Verdammt, der Saal ist knochentrocken. Wie komme ich? Schlimm aus. Ja, sehr schlimm. Oh. Alter, das ist eine Champions League Trophäe. Den Pokal hat damals die hiesige Tennismannschaft gewonnen. Ich war bei der Feier dabei. Genauso sieht der Pokal aus für die Champions League. Deswegen hieß der Henkelpott. Wie komme ich jetzt in die Lobby zurück? Hä? Geht's denn hier raus? Ich scheitere schon dran, jetzt den Ausgang zu finden. Sind doch von hier irgendwo gekommen. Ach, da. Angela, ist alles in Ordnung? Oh, David. Es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ja, das ist wahr. Das muss sie ja ganz schön mitgenommen haben. Kennen Sie jemanden, der verletzt wurde? Nein, aber es ist unsere Schuld. Angela, beruhigen Sie sich. Wir wissen nichts über die Ursache. Aber es ist unsere Schuld. Es war Sam. Sie ist diejenige, die uns da alle mit reingezogen hat. Es ist ihre Schuld. Wenn jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss, dann ich. Ich hätte das Experiment abbrechen müssen, als klar war, dass etwas... Gott, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber Sie verstehen nicht.
Sam hat uns alle angelogen. Sie studiert nicht mal hier. Was? Was? Das wäre jetzt natürlich ein cooler Plot-Twist, wenn die Sam jetzt wirklich dahinter stecken würde, aber ich glaube, das würde mit der ganzen Story, die wir bisher gespielt haben, irgendwie nicht zusammenpassen. Eine meiner Studentinnen heißt Samantha Everett. Ich glaube, sie ist hier im Wohnheim untergebracht. Könnten Sie bitte mal nachsehen? Der Name sagt mir nichts. Nein, Sir, wir haben keine Person mit dem Nachnamen Everett in St. Edmund Hall. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchem College sie ist? Ich sehe mal in der Universitätsdatenbank nach. Sie könnte auch unter dem Namen Sam Everett aufgeführt sein. Ich habe hier nur eine Marjorie und einen John Everett aus St. Dominic bzw. Wales. Oh mein Gott. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Nein, vielen Dank. David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Doch, ich will jetzt mit dir reden. Erzählen Sie mir von dem Abend, als Sam hier angekommen ist. Was ist los? Sagen Sie mir einfach, woran Sie sich noch erinnern. An dem Abend hat es wie aus Kübeln geschüttet. Sie war pitschnass und hat wie eine wandelnde Leiche ausgesehen. Das war vielleicht ein Anblick. Ich habe sie nach oben gebracht, damit sie erstmal aus ihren nassen Klamotten rauskommt. Und danach ist sie ins Bett gefallen und hat geschlafen wie ein Murmeltier. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Was hat sie gesagt, als sie die Tür aufgemacht haben? Dass sie die neue Assistentin ist, natürlich. David, was ist denn los? Sobald ich das weiß, erfahren Sie es als erstes. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich mag das Mädchen. Ja, die Trojaner haben sich auch erst köstlich über das Pferd amüsiert. Hat er gerade Sam als Pferd bezeichnet? Die ist ja hölzern. Hänsler Houdinas. Was ist das? Jugendamt Virginia. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Jugendamt Virginia. Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in mein Haus gelassen habe. Sehr geehrte Miss Everett, wir haben seit Mai nichts mehr von Ihnen gehört. Mit diesem Schreiben wollen wir Sie daran erinnern, dass Sie sich mindestens alle 6 Monate beim Sozialamt melden müssen, damit die monatliche Unterstützung in Höhe von 134,87 US-Dollar weiterhin gezahlt werden kann. Wir werden die Zahlung aussetzen, bis Sie wieder Kontakt zu uns aufgenommen haben. Beachten Sie bitte darüber hinaus, dass die finanzielle Unterstützung an Ihrem 21. Geburtstag automatisch endet. Mit freundlichen Grüßen. Stammt aus Italien? Oder hat dann zumindest in Italien gewohnt? So. Okay.
Gott, was macht denn der dort für Verrenkung für so eine verschissene Schublade? Alter. Aha. Helena Bogart? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ach so. Ganz offensichtlich gefälscht. Ganz offensichtlich gefälscht. Okay. Ich hätte gedacht, ich muss jetzt noch irgendwas damit machen, aber scheinbar nicht. Sie sind verbunden mit dem Jugendamt Abteilung Pflegekinder. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Informationen über eine junge Frau, die früher bei Pflegeeltern untergebracht war. Sie müsste jetzt um die 23 sein. Und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. David Stiles, Universität von Oxford. Wir überprüfen hin und wieder die Angaben unserer Studenten. Der Name der jungen Frau lautet Samantha Everett. In Ordnung. Einen Moment bitte. Ich habe ihre Akte gefunden und kann Ihnen den Bericht über die letzte psychiatrische Untersuchung vorlesen. Der Tod von Samanthas Eltern bei einem Autounfall ereignete sich in einem kritischen Alter. Sam, damals 7 Jahre alt, weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Als sie vom Tod ihrer Eltern erfuhr, setzte sie sich in die Garage, um dort auf die Verstorbenen zu warten. Sie war so stur, dass der Polizist, der sie holen sollte, ihr den Finger gebrochen hat, als er sie hochheben wollte. Sie hatte übrigens immer überdurchschnittlich gute Schulnoten. Aber Sie sind wahrscheinlich selbst im Besitz dieser Unterlagen. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, allerdings. Geben Sie nie wieder Informationen dieser Art am Telefon an einen Fremden weiter. Was für ein Arschloch. Gedacht? Das sind streng vertrauliche medizinische Angaben. Aber Sie haben doch gesagt... Da hätte jeder anrufen können. Vollidiot. Verdammt nochmal. Was ist das für ein Vogel? What the fuck? Also langsam habe ich da für Verständnis, wenn man dem Streiche spielt. Also ganz richtig tickt der auch nie. Wisst ihr, der rennt selber in der ihr Zimmer, öffnet einfach so Briefe vom Jugendamt. Hey, das ist dann alles legit. Das müssen Sams Eltern gewesen sein. Ich weigere mich, Mitgefühl für dieses Gör zu haben. Ja, und ich weigere mich langsam, Mitgefühl mit dir zu haben. Okay. Der aktive Bereich liegt in der hinteren Hälfte des Gehirns. Das ist der Bereich, der mit Träumen assoziiert wird. Sie ist eingeschlafen.